Hier ist die Hake, eure Tageszeitung für den Landkreis Nienburg. Mein Name ist Oliver Hartmann und dies sind die Themen für Donnerstag, den 14. Dezember. Grundschuleltern aus Haidhausen haben die Nase voll. Immer wieder vergisst der Schulbus auf Linie 60 um kurz nach 8 Uhr den Abstecher zum kleinen Dorf bei Landesbergen. Seit den Sommerferien haben die Kinder nach Angaben der Eltern 6-mal vergeblich an der Haltestelle gestanden. Die Verkehrsgesellschaft des Landkreises weiß vom Problem. Das Busunternehmen Mittelweserbus will nach Angaben der Kreisverwaltung einen Mitarbeiter schicken, der die Lage vor Ort überprüft. 30 Elftklässler vom Nienburger Marion-Dönhoff-Gymnasium und ein Kollege von der Albert-Schweitzer-Schule haben jetzt die Fotos ihres Sonnenexperiments vorgestellt. Sie hatten am 8. Dezember im Rahmen einer Seminararbeit eine Radiosonde in die Stratosphäre geschickt. Mehrere Kameras an Bord haben spektakuläre Aufnahmen gemacht. Der Eisdrupper-Verein Hafensänger und Puffmusiker freut sich über eine Spende in Höhe von 1.000 Euro. Spenderin ist Petra Schiemann, Geschäftsführerin der Nienburger Firma PS Personal und Vermittlung. Das Geld soll in die Schulranzenaktion des Vereins fließen. Stefanie Vogt und ihre Partnerin Jessica sind seit Ende August verheiratet. Mitten im Hochzeits- und Alltagsstress wurde Stefanie Vogt im Auto ihrer Frau geblitzt. Die allerdings war zu diesem Zeitpunkt noch in der Probezeit. Als dann auch noch der Anhörungsbogen verloren ging, nahm das Chaos seinen Lauf. Die ganze Geschichte lest ihr Donnerstag in der Hake. Mitten im Herzen von Loccum ändert sich das Erscheinungsbild. Die Magro-M-Line-Filiale im Bereich der Ampelkreuzung der Firma Maywald in Loccum wird deutlich erweitert. Mit dem 300 Quadratmeter Anbau soll ein neuer Ladenbau sowie die Modernisierung von Fußböden und Beleuchtung und die Erweiterung der Parkfläche für angenehme Atmosphäre sorgen und neue Akzente setzen. Zum Sport. Im Nienburger Budogs Sportpark fand die letzte Gürtelprüfung in diesem Jahr statt, an der 50 Prüflinge teilnahmen. Die Bandbreite der Schülergrade reichte dabei vom weißen bis zum schwarzen Gürtel. Diese und viele weitere Themen lest ihr in der Hake am Donnerstag oder unter www.diehake.de. Diese Nachrichten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nur unter Quellenangabe Die Hake weiterverbreitet werden.